Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, wir sehen oben links sind fast konstante 60 FPS. Jo, in der Stadt manchmal halt ein bisschen weniger, aber das ist wirklich eine große Stadt. Und ja, es lag ein bisschen an V-Sync, dass es halt manchmal ein bisschen ja, wenig FPS waren. Aber jetzt davon nicht mehr. Und jo. Wir sind hier eben in dieser neuen Stadt angekommen. Wir haben ja auch einen schönen Stollen gefunden mit vielen Pixelmon. Und jo, es macht sehr viel Spaß, Sachen zu entdecken, zu erkunden. Es ist eine Elimuna-Galerie. Hyper-Assembly Starts von einem Bogen zu heilen. Das kann man nur erhalten, wenn man es in den Laden kauft. Oder findet, scheinbar. Gut. Okay. Wir brauchen ein Pokécenter. Unser Pokémon wurde ja von einem dieser Viecher da im Stollen besiegt, die einfach zu hoch spawnen und aggressiv sind. Eine Profi-Angel. Nehmen wir jetzt mal, ja, weiße Wolle nicht mit. Einen Fass könnten wir noch mitnehmen. Nehmen wir mal den Fisch nicht mit. So. Und Schlauglas. Spezialangriff. Das ist eigentlich ziemlich stark. Wir werden einfach mal Zuckerrohr da lassen. So. Das sind alles irgendwelche ja, Dorfbewohnergebäude. Da will ich jetzt eigentlich momentan nicht so viel durchsuchen. Was ist denn das? Ah, okay. Ah, okay, die Tagesstelle. Also, good to see you. You have gotten a chance aus der Decke geboxt yet? Also, ja, der sagt, ja, schön, dass ich euch sehe. Ja, habt ihr die Chance, einen Block zu benutzen, so einen Brüterblock? Ja, wir müssen Items verlangen von dem. Ja. Also wir brauchen einfach Items, damit ihr brüten dürft. Und es ist besser, wenn wir diese Items haben, damit wir es auch ja, brüten können. So. Okay, wir müssen ein Ei im Inventar haben. Und wir müssen einen grünen Tick auswählen. Okay, Tick. Was ist ein grüner Tick? Ja, hallo, du. Telgrunt, okay. Also Grunzen. Der Telgrunz-Clan. Wieso ist das alles Englisch und nicht mehr Deutsch? Weil es einfach noch nicht übersetzt wurde ins Deutsche. Aber ich finde es toll, dass der Mod meistens auch auf Deutsch ist. Ultra Deep Sea Pickle. Cool. Das ist einfach eine Seegurke, die einfach sehr weit unten wahrscheinlich vorkommt. Gut, ist das Pokémon Center? Schön. Ist alles ein bisschen verwirrend, weil es einfach neue Design gibt. Okay, da haben wir noch einen ja, Questmarker, oder? Kannst du 30 Pokémon vom Typ Käfer für mich besiegen? Ja, ich kann. Super, dann lass es mich wissen, wenn du fertig bist. Okay, mache ich. Gut, dann sind wir hier fertig. Oh, Smaragdi. Wir klauen einfach jetzt alles. Ja. Das restliche Zeugs raus. Eine zweite Klarbrille brauche ich nicht. Und jetzt können wir so langsam einfach mal essen hier. Das ist ein Schwimmring und ein Badetuch. Oh, hier ist eine so coole Statue. Was ist das für ein Pokémon? Das ist ein Starter-Endentwicklung-Pokémon. Nein, das ist ein Lapras. Ich dachte, es wäre dieser Serob, aber es sah von der Seite nicht gerade nach Lapras aus. Gehen wir noch kurz zum Turm. Also, das sind alles Lapras. Das sind einfach, ja. Das sind eigentlich Schildkröten, oder? Was ist Lapras für ein Tier? Wie wurde es? Ich denke, es ist eine Schildkröte mit langem Hals. Ich dachte immer, es wäre etwas anders, aber es ist eigentlich eine Schildkröte.
So. Gut, den Rest müssen wir halt später mitnehmen. Das ist cool, dass immer ein Boot in der Nähe liegt, aber ich brauche jetzt kein Boot. Ich will zum Turm. Und ich habe ja das Boot mitgenommen, ja. So, was ist das für ein Turm? Hier haben wir auch noch eine Quest. Ja, Turm. Da haben wir wieder den Salat mit diesen blöden Autoplacer-Fackeln. Hallo. Hallo, red mit mir. Muss das sein? Ja, wir machen nicht mehr für die Quest nicht. Elevator. What the fuck? Das ist ja geil gemacht. Das ist eine ganze. Das ist ein Leuchtturm mit Cyan-PC. Ah, okay. Die Lagerungsboxen. Was haben wir hier? Irgendwas Steiniges? So langsam muss ich echt ein bisschen nachdenken. Nehmen wir Weizen nicht mit. Torfblock. Da steht leider nicht, für was es ist, aber ich nehme lieber das mit. Es gibt auch keine Lagerungsboxen hier. Schade. Aber coole Aussicht. Da leuchtet's. Da könnte etwas Besonderes sein noch. Okay. Kommst du mit runter? Ja. Wie geil. So, kurz mal fertig mit der Stadt. Ich will euch ja nicht aufhalten. Es könnte eine Arena sein, eine Wasserarena oder so. Und in diesem Haus könnte auch noch etwas Spezielles sein. Ich glaube, sonst ist es eigentlich wenig. Für die Leute, die die Animes oder die Spiele spielen, ist diese Stadt irgendwas nachempfunden? Gibt es da irgendwie so eine Art, jo, auf das basiert? Ist nochmal? Nein, das ist nicht mehr los. Okay. So, was ist denn hier? Aha. Aha. Lol, eine Meisterkiste. Puh! Ich bin, glaube ich, überfordert jetzt mit dem Inventar. Ich tue einfach mal das Boot weg. Und wir haben Überreste gefunden. Überreste heilen, glaube ich, im Kampf. Genau. Okay, dann geben wir es ihm und nehmen das Boot wieder mit. Und ich glaube, da ist fertig. Gehen wir einfach wieder zurück zur Base. Also geheilt haben wir ja. Jetzt gehen wir einfach kurz nicht in den Stollen, sonst ist unser Bautz wieder tot. Bingul heißen die, glaube ich. Es sieht schon cool aus. Das ist wirklich auch sehr motivierend gewesen, der erste Part mit dem Stollen finden. So mit dem Pokémon sehen und das. Ist noch sehr, sehr motivierend und ich hoffe, es ist auch ein gutes Projekt dann für später. Also wenn wir mehrere hundert Parts haben oder so, noch sehr motivieren. Jetzt nicht! Nachher grad. Ja, ständig immer dieses. Oh, ich bin ganz einsam. Ich werde zu viel gerufen. Ich nehme immer abends auf, das wissen die Leute. Ich habe nie Zeit abends. Nö, sie wollen es nicht wissen. Ist ein bisschen schwierig. Da immer aufnehmen oder livestreamen zu können. Ich bin aber bald weg, also ich bin bald ganz allein am Wohnen. So, also dann möchte ich noch ein bisschen mehr Ding haben. Kohle. Dafür fälle ich auch noch kurz. Und jetzt können wir eigentlich so langsam auch die Sachen anpflanzen. Essen brauchen wir stetig. So. Ich habe da noch einen Loot-Ball gesehen. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Und, jo. Okay, wir haben keinen Setzling gerade bekommen. Wie sieht es jetzt aus? Habe ich jetzt diesen Dynamic Tree Mods drinnen? Also funktioniert der auch noch bei seltenen? Ist das ein Shiny? Safcon ist grün eigentlich.
Robball. Robball wäre cool. Ist aber schwer zu fangen wahrscheinlich. Was bist du für ein Spezialist? Steht das irgendwie? Okay. Blattwerk. Ist nicht sehr effektiv, schade. Also. Pflanze ist gegen Käfer nicht sehr effektiv. Okay, ich kann die Gegner zurückschrecken lassen. Geht fast ein bisschen zu schnell, aber das ist auch gut, wenn es nicht schnell geht. Ja, ich habe keine Pokébälle, ich kann es nicht fangen, aber ja. Es müsste einfach so eine Veränderung sein. Weil es glitzert nirgendwo, das ist kein Schein. Wahrscheinlich so ein neues Typ. Das ist einfach ein Barb-Typ, also Pink-Typ oder so. Ja, Pink war ich. So, Dankeschön. Was heißen diese roten Partikel manchmal? Kikugi kenne ich jetzt auch nicht so. Was bist denn du? Eine fette Ratte. Weiß nicht, wie diese Tierarten heißen. Und das scheint irgendwie so ein Vogelstrauß zu sein. Oder eher ein Pfau. Gut, wir werden lernen und jo. Ich denke, es ist sehr motivierend, da alles zu entdecken. Okay, eine Bienenwabe. Bienen spawnen scheinbar auch nicht so. Also man kann es noch einstellen, dass also ja, Tiere und Monster so spawnen, aber sie passen nicht so. Ich würde eher ohne spielen, denke ich mal. Man kann ja die Loots auch von Pokémon bekommen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, auch dass es nicht automatisch geht oder so. Aber kann man nichts machen. Würde eher stören auch, wenn wir uns da angreifen würden. So, also können wir ein bisschen Rubinerz noch mitnehmen. Ich wollte eigentlich noch in die andere Richtung gehen, um den Lootball zu holen. Und vielleicht können wir noch in die Stadt zurück, also ins Dorf zurückgehen. Das am Spawn lag. Jo. Genau das mit dem beim Pflanzen wollte ich noch anschauen. So, dann gehen wir mal hier oben durch. Ins Dorf zuerst und den Lootball holen wir dann gleich danach. Im Dorf möchte ich mal schauen, ob ein Händler dort ist. Genau. So. Also. Da haben wir ein großes Haus. Da war ich noch nicht drin, oder? Doch, das war das Spawn. Ich glaube, hier sind wir gespawnt, oder? Ist das noch einer? Ich mache jetzt einfach hier den Spawn. So. Das ist auch ein Daycare. Lava-Eimer, sehr interessant. Mycel, Skelettschädel, was ist denn hier los? Ey, hier sind irgendwelche Bilder. Geil. Pink hier. Pink PC. Ja, das habe ich schon gelesen. Geil. Schön, schön, schön. Ah ja, die brauchen wir auch noch. So können wir gleich mal wieder anpflanzen. Die rote Beete ist das. Die rote Beete. Das ist ein Horn. Ah, das sind von den Schildkröten. Das habe ich schon ein bisschen nachdenken müssen. Glücksrauch. Aha, um Janera okay zu entwickeln. Hey, nein, ich will das nicht. Kompost mehr. Lieber nicht. Jo, Bären, ich weiß nicht. Nehme ich auch mit. Mirror Herb. Okay, kann man irgendwie.
irgendwelche Stats boosten. Rosenrauch, Zucht, Knospi, also ein Knospi-Schütz. Aha, zum Roselina zu Knospi, Knospi haben. Müssten wir auch mitnehmen. Ja, Bücherregale sind wichtig. Drago überfordert. Mirror Herb. Und das ist das, was wir geschaut haben. Das ist hier hinten drin. Ja, nochmal so ein Komposter. Und du bist so ein. Schrödel. Ja. Grey Daycare. Verkäufer. Willkommen, meine. Ja. Unterschiedlichen Artikel sind natürlich auch sehr. Ja. Da fällt es einem schwer zu wählen für den Preis. Ah, okay. Ist noch ein bisschen zu teuer. Würde ich gerne mal nach Hause nehmen. Ja, wir haben geschaut. So. Kurz. Musikmodus. Ein Mini-Taubsi. Oh, ich muss unbedingt Pokébälle haben. Was ist eigentlich hier denn? Nix Gescheites. Ein Bett und sonst nix. Hallo Matrose. Überrascht einen Seemann hier zu sehen. Wir sind auf Landegang. Heute Abend esse ich mit meiner Familie. Ich hoffe, es gibt nicht Carpador mit Salat. Ich hasse Spinat. Was ist Carpador? Paumi. Ein fettes Pikachu. So, dann haben wir hier noch das Pokémon-Sender. Hier drüben haben wir scheinbar nichts mehr. Schon ein bisschen zu klein, das Dorf. Ja, dich möchte ich eigentlich mitnehmen dann mal noch. Und ja, wir werden irgendwo so eine Base machen, wo wir einfach noch NPCs haben, also wie Dorfbewohner. So. Also schade, dass wir irgendwie nicht Pokébälle haben. Wir müssen noch irgendwo Pokébälle herkriegen. Wir brauchen Aprikokos, die haben wir jetzt auch noch nicht gefunden. Ah, sind wir nicht hier gespawnt, aber ist nicht so schlimm. Was bist denn du für eine? Ah, eine Lady mit Kostüm. Sowas, was war das unter dem Bett? Ah, Musikkoppelstuhl. Jo, und du bist immer noch hier drin. Ich dachte, du musst etwas machen. Naja, nicht so schlimm. Also. Ich möchte ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Also ich mache gerne einfach ein bisschen mehr. Aber schneller. Damit es euch auch nicht so langweilig vorkommt. Lol. Okay. Aber, ich muss es auch zuerst ein bisschen überlegen. Schade, wir haben das Boot nicht. Also, wo war das mit dem Ding-Item? Kurz ein bisschen tauchen. So, ich muss irgendwie in die Links-Oberecke gehen, so in die Richtung. Gehen wir mal hier doch. Aber irgendwo, wo es nicht so viele Bäume hat. Gut. Das ist das Weise dort. Ein Gehweiher. Es geht auf dem Weiher. Der blöden Pfütze hin zum Haus. Was uns im Weg ist, im Weg ist. Tschüss, Matrose. Was ist... Ah. Ich habe zuerst einfach mal so etwas wie ein Wasserfall in Lila gesehen, aber es ist wahrscheinlich ist ein Wasserfall dahinter. Nein, aber es war einfach, sah so aus, als würde es ein bisschen genickt sein. Bisschen ungerade nach unten. So, jo. Ich habe eben den Harte ein bisschen kleiner gemacht, der war noch zu groß im Testen. Wenn es zu klein ist, kann ich schon größer machen, aber es stört dann halt einfach das Gesamtbild. Es ist viel zu groß. Und ein Zwischending gibt es leider auch nicht. Gut, also dann gucken wir mal, dass wieder drüben noch das Ding, da hier ist es schon.
Felsbrocken. Die Länge vom Sonntag, brauchen wir das irgendwie? Also, ist es nützlich, Sonntag immer auf anzuhaben? Ja, es macht schon mehr Schaden. Es verstärkt Feuerattacken. Wenn wir einen Feuerpocken haben, dann sicher. Davor würde ich jetzt das näher als unnütz erachten. Also, wir müssen nochmals in den Untergrund. Ich brauche ja die Pokewelle. Wir müssen aber auch auf Erkundung gehen, um die Apokokos zu finden. Jo, Kiste ist auch fast voll. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen... So. Ich kann hier schon ein Haus bauen, aber ich möchte da irgendwo weiter weg sein. Um jetzt... Jo, eine Base zu machen. Ich möchte irgendwo sein, wo es ein bisschen spezieller ist, also als, ja, als Wald. Vielleicht im Mesa-Biom oben, aber das ist was ein bisschen zu nah an der Stadt. So, die Sachen muss ich mitnehmen. Was soll ich mitnehmen? Ja, eine Spitzhacke habe ich. Dann gehen wir... Ja, wir müssen jetzt nicht unbedingt noch mehr Eisen holen. Ich würde jetzt eigentlich empfehlen, noch mal ein bisschen Holz fällen. Hier oben vor allem. Was bist denn du? Ein Blatt Papier. Ein Blatt Baum. Ein Blatt Baum. Ein Blatt vom Baum. Mehr nicht. So, wo haben wir das Boot da? Einfach hier. So, also. Ah ja, ich wollte schauen, wie ein Baum wächst, aber die wachsen jetzt auch nicht so gut. Dann schlafen wir doch hier mal noch kurz. So, das Bett lasse ich dran, damit wir spawnen und nicht beim Haus. Jetzt sollten eigentlich die Bäume irgendwie so wachsen, aber ich verstehe den Mod noch nicht so. Dynamic Trees. Gibt nicht irgendwelche andere Setzlinge, die Ultra-Dschungel-Setzling, Ultra-Elm, Ultra-Ginkgo-Setzling, krass. Ja. Okay, sollten eigentlich wachsen jetzt die Bäume. Ja komm, fällen wir einfach die großen Bäume hier mal noch, dass sie mehr Ding haben. Den Garten könnte ich eigentlich noch anpflanzen, genau. Und der große Baum hier, der sollte eigentlich sozusagen weggehen. Da habe ich nicht so Lust hochzustecken. Sollen wir schon eine Eisenaxt machen? Für den Baum jetzt noch nicht. Nur ein bisschen mehr zielen, Drago. Hm? Jo. Oh, nicht rechts. Jetzt haben wir noch einen Block extra. So, dann nur noch hochstecken kurz. Und die da oben. Ist noch einer? Nein. Boah. Mir kommt das ganze Gestrüpp. Runter. Boah, so weit weg noch ein Ast. Wo lässt sich jetzt nicht auf? Ja, wenn wir draufstehen. Ja, was ist da los? Gut, wunderbar. Also gucken wir mal, ob die neuen Bäume entstehen. Also gegen einen Raubi wirst du gewinnen, oder? Stimmt. Oh, ein fetter Mensch. Ja, wir auch. Leitwerk. Ja, doch, es macht mehr schon. Machen wir Tickle. Probieren wir ein bisschen aus. Jetzt ist es tot. Und wir haben volles Leben wegen Überreste. Sehr stark, scheinbar.
Und in Fahrten. Mit Strich und Fahrten verkloppt. So, tag sie lieber nicht. Oh, hier sind aber viele. Also die Bäume, also der Baum wächst jetzt noch normal. Der wurde ja später gesetzt. Aber wenn wir jetzt hier einen Setzling setzen, dann sollten eigentlich die neuen. Dann mache ich die anderen Setzlinge jetzt erstmal weg. Das setze ich einfach nochmals. So. Jo, dann sollte eigentlich mit der Zeit noch ein Baum wachsen. Und dich fäll ich einfach wieder. Du bist noch alt. So. Gut, dann haben wir wieder mal ziemlich viel. Kann ich das auch reintun, hoffentlich? Du auch nicht. Dich auch nicht. So. Irgendwo hier oben auch noch. Dann machen wir noch neues Werkzeug. Und eben den Garten. Wo könnten wir den Garten hin tun? Eigentlich hier unten. Also, zuerst einmal, ja, nur so eine Hacke, Steinhacke und der Rest, also vor allem eine neue Axt und eine Schaufel. Ja, komm, weil wir noch übrig haben. So. Das weg. Also, raub die nochmals. Und hast du noch nichts gelernt? Willst du immer noch bei uns hocken? Ja, hast du dich immer noch nicht Strich und Faden verkloppen lassen? So, und dann haben wir noch Kartoffeln, genau. Da müssen wir ja nicht so viele anpflanzen. Gut, dann mache ich die hier hoch. Ja, die kann ich mitnehmen. Wenn ich sie braten könnte. Mäh, mäh, mäh. Ist das ein Wingul? Was ist denn das? Das sind Krähen im Wasser. Deshalb sind sie ja nicht so gut erkennbar, was es genau ist. Also, Kartoffeln. Dann mache ich noch mehr Fackeln. Nein, nicht drauf klicken. Alle. So, jo. Jetzt verstehe ich das nicht. Geht der Mod irgendwie nicht? Muss ich irgendwas verändern? Ich habe den installiert. Oh, ich hoffe, dass es nicht Fabric ist oder so, aber ich habe doch genau geschaut. Steht nur. Steht nichts, aber ja, vielleicht dann im nächsten Part, wenn ich das auch richtig habe. Aber ich möchte die neuen Schwalbini in Blau, das ist doch dunkelgrau. Ah, wegen Boss selten, okay. Verstehe. Und das hier? Scheint eine Qualle zu sein, die so ein bisschen futuristisch aussieht. Ah, ich habe keinen. Okay, Pokédex habe ich aufgenommen. Ich wollte eigentlich gerne die Null drücken. So. Okay, sind ziemlich. Nee, nicht im Ernst. Ein dickter Ersatz. Ein Fake-Dicker da. Ja, diese Dödels. Okay, gut. Jo, dann können wir eigentlich losgehen. Einfach mal in neue Regionen und die neuen Bäume auch kurz anschauen. Ja, zeitlich ist es leider auch ein bisschen knapp. Vielleicht spawnen die auch noch nicht. Oder eben der Mob-Mod wurde nicht geladen. Wir können ja mal kurz zu den Ruinen gehen, aber hier. Was haben wir hier für Kisten da unten?
Das ist auch gut, wir haben jetzt momentan gerne ertrunken. Ah ja. Küstensalz. Und die Sachen von Minecraft. So, ja. Ja, das wusste ich irgendwann mal. So. Da haben wir noch eine Tür. Schwungkraft. Ja, ist gut. Ja, ist gut, ich gehe ja nach oben. Ich will noch nicht ertrinken. Nein, werden wir sie noch nicht zu sehen da drüben. Wurde wahrscheinlich schon geladen. Ja, hier ist irgendwie nichts. Vielleicht einfach unten drunter. Mache ich jetzt noch nicht. Und hier ist eine Kiste, okay. So. Okay. Und das ist Wasserstein. Cool. Wir haben Wassersteine. Nein. Da kann noch etwas sein, aber das wird schwieriger hier sein. Wir sind voller aus. Ah. Oh doch. Okay. Sind sicher noch versteckte Items, also Kisten, aber. Habe ich nicht einen NPC gehört jetzt oder so? Was war das? Was hast du? Was machst du hier? Ja, so wie Remo. So wie Remo reit. Machst du? Ich denke, Remo reit macht. Sind die alten NPCs. Die wurden einfach so verdreht zu Remo reits gebaut. So, wir haben die 1.16, also der alte World Generator ist noch drin. Der fand ich besser. Und es war, glaube ich, eine der guten Versionen, wo halt Mods wirklich gut drin waren. Also das Modding-Team, die allgemeinen Moddy-Teams noch aktiver waren. Also, freut mich, aber ich vermisse vielleicht ein paar Blöcke natürlich. Also, was ich weiß, ist Rohkupfer, Roheisen und so, weil ich auf dem Server ein bisschen sammle. Die sind leider hier noch nicht drin gewesen. So. Ich schaue mal eine Modifikation, die späteren Versionen auch noch einfügen. Also vor allem die Blöcke und so. Okay, das ist ein Riesenteil. Alles wie so. Okay, es geht irgendwie mit. Das ist wie eine Beere oder eine Knolle. Okay. Das da. Ah, das ist jetzt der Moosfels. Der war vorher ein bisschen braun, ein bisschen grauer, meine ich. So einen einzelnen Birkenbaum bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Gut, wir machen hier das nächste Mal weiter. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Noch ein bisschen mehr Fan, damit alle Setzlinge kommen. Wir brauchen ein paar Setzlinge. Hallo. Ja, löse dich auf, genau. Okay, Fast Leaf Decay werde ich noch reinwerfen. Wampel. Das ist auch ein Käfer. Ah, hier haben wir noch einen Lootball. Pokékiste. Zitterorb. Und wo ist der Zitterorb? Hey. Ah, da. Was? Getragene Seitenhüte bei Pokémon, die unter dem Einsatz von Bedrohung stehen, die Initiative. Das ist aber auch etwas, was man zuerst triggern muss. Okay, weil da die Blätter nicht abfallen. Gut, ein Setzling haben wir. Wieder noch einen zweiten haben. Jo. Das Projekt macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass es auch. Jo.
Zuschauer anzieht. Ja, Minecraft ist halt nicht mehr so das Insta-Spiel. Ist ja auch schon 13 Jahre alt. Oder sogar noch mehr. 15 Jahre alt sogar. Eine Hochzeit. Im nächsten Part kommt einfach eine Hochzeit. Ist das ein Schwan oder so? Wie sieht es aus wie ein Schwan mit dem Fliegen? Cool. Jo, dann. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Der Part 3 kommt dann ja wahrscheinlich am nächsten Tag. Gut. Tschüss zusammen.